weiter mit dem nächsten Kapitel und das ist Kapitel Nummer 15. Der große Preis von Singapur. Entspannst du dich? Hey. Oh. Sorry. Du hast mich ganz schön erschreckt. Das war keine Absicht. Hast du ein Rad für uns? Wir haben Schwierigkeiten mit den kurzen Geraden. Für dich waren die nie ein Problem. Ich liebe es hier. Ich fahre hier immer echt gut. Naja, ich fuhr. Wie geht es dir, Devin? Mir? Toll, Mann. Ich liebe das Leben. Ja, klar. Du weißt, wie das ist, das hier alles aufzugeben. Ja, ich habe nie etwas Schwierigeres getan. Ja, und ich auch nicht. Aber ich habe mir das nicht ausgesucht. Das war nicht geplant. Ich weiß. Du bist zurückgekommen. Wie geht's dir damit? Mal so, mal so. Wie geht's unserem alten Teamkollegen? Tja, ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, er ist hier nicht glücklich. Nein. Er denkt immer noch, ihm steht ein Platz in einem Top-Team zu. Solange er das denkt, ist das das Problem. Weißt du, ich könnte ja mal mit ihm reden. Wenn du denkst, dass das was bringt. Naja, es ist etwas heikel. Aha. Ja. Ich verstehe schon. Nein, Devin. Im Ernst. Ja. Verlass dich auf mich. Ich fall von der ganzen Nummer nichts. Ich habe das Gefühl, die wollen alle Kelly nur ein bisschen sabotieren. Hey, wir brauchen hier deine Meinung. Ja. Wir dürfen leider nicht feuern. Deswegen müssen wir auch vorsichtig. Der will natürlich nicht einzumischen, Punkt. So. Oh ja. Andreo. Hast du seine Mail gelesen? Ich habe einen Blick reingeworfen. Er ist ein schlauer alter Fuchs. Danke, dass du einen Platz für Devin gefunden hast. Als ob wir eine Wahl hätten, Kaspar. Als ob es unsere Entscheidung wäre. Ich weiß. Wie läuft es denn mit Devin? Es ist schwierig für ihn, aber das Team liegt ihm am Herzen. Ich denke, es wird funktionieren. Das ist doch schon mal etwas. Lieber er als sein Vater. Lieber keiner von beiden, Kaspar. Naja, wir sehen uns. Ja. Der ganze Butler-Clan. Davidov. Ackermann, ich weiß, es geht mich nichts an, aber die Geschichte mit dem Mechaniker schlägt wirklich hohe Wellen. Ich vertraue darauf, dass du dich darum kümmerst. Ich werde das selbst klären. Ich habe eine Pressekonferenz einberufen. Ich sage Ihnen, dass alles in Ordnung ist. Das ist nicht gerade das, was ich mit kümmern meine. Es blieb trotzdem keine andere Wahl. Du, dass ich ihn feuere? Das ist natürlich deine Entscheidung. Ohne Beweise werde ich keinen guten Mechaniker rauswerfen. Die Entscheidung ist gefallen. So sei es. So. So. Wirklich, dass Sie mit Aiden sprechen? Zwischen den Zeilen. Tja, Kaspar kann sicher viele Dinge gut, aber ich eben auch. Ja, ich kann Leute erreichen. Und ich wollte meinem Vater helfen und dem Team, also
Lass mich in Ruhe. Hör mal, ich sag's dir nur, Mann. Wenn du so ein unglaublicher Fahrer wärst, wärst du nicht bei Connorsport, oder? Tut mir leid, aber ist so. Nichts für ungut. Vielleicht bin ich ja nächste Saison nicht mehr hier. Klar. Weißt du, was dein Problem ist? Ja. Du denkst, dass du zu gut bist für das Team. Ich weiß noch ganz genau, wie Aiden Jackson schon glücklich war, einfach nur in der Formel 1 mitzufahren. Wir alle mochten den Kerl viel lieber als den jetzt. Du hast mich nie gemocht. Nein. Aber Kasper schon. Früher zumindest. Du hast dich verändert. Du denkst, du bist zu gut für das Team und steckst mit deinem Schädel in einem Big Three-Sitz in Gott weiß wo Land fest. Nein, 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 nein. Du musst jetzt das Auto fahren, in dem du sitzt. Du hast ein Problem mit meinem Ego? Ich kenne mich damit aus. Oh, klar. Ich verstehe. Du darfst arrogant sein, aber ich nicht. Ist es das? Das ist ein Unterschied. Und welcher Unterschied soll das bitte sein? Das bist nicht du. Das bist nicht du, Mann. Ach, jetzt hör auf! Mir selbst treu sein. Das Auto fahren, in dem ich sitze. Die Weisheiten des Devin Butler. Soll ich jetzt auch einfach das Leben lieben? Fahr einfach das Auto, in dem du sitzt, ja? Ciao. Ja. Hier auf der Strecke in Marina Bay blicken wir einem spannenden Rennen entgegen und freuen uns, alle Zuschauer und Rennsportfans ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Das lange Warten hat schon bald ein Ende und gleich geht der Grand Prix von Singapur los. Mit seinen insgesamt 23 Kurven, 13 links und 10 rechts, bringt es der Marina Bay Street Circuit hier in Singapur auf eine Länge von 5 Kilometern. Die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit auf dieser Strecke 172 Stundenkilometer. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole, direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Sainz, Oscar Piastri, Perez, Fernando Alonso, Verstappen, Leclerc, Norris, Jackson, Joe, Ocon, Stroll, Mayer, De Vries, Magnussen, Tsunoda, Gasly, Bottas, Sargent, Hülkenberg und Alex Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Eine wunderschöne Nacht auf dem Marina Bay Circuit. Wir bereiten uns auf den Grand Prix von Singapur vor. Das stimmt, Sascha. An der Tabellenspitze gibt es keine großen Überraschungen, aber weiter hinten im Feld könnte es spannend werden. Ein Fahrer, den ich auf jeden Fall mal im Auge behalten werde, ist Aiden Jackson von Connorsport, der in dieser Saison bisher nicht sehr konstant gefahren ist. Du weißt, was du hier tust, Aiden. Primär Ziel, kommen Top 5 Ziel. Jetzt fahren wir tatsächlich mit Aiden. Wir haben leider das ganze Rennen. Ich werde euch das wahrscheinlich hier nicht zusammenschneiden. Das ist genau das, was ich meine. Safety Car auf der Strecke. Das Safety Car ist auf der Strecke. Achte auf dein Delta und halte es im positiven Bereich. So, das war jetzt erstmal, das war jetzt Gott sei Dank, dass genau in der Richtung Moment grün geworden ist, dass ich jetzt schon angreifen konnte.
So, jetzt bin ich vorbei ans Troll. Ich habe Perse auf den Schreck geschlagen. Gut gemacht. Damit liegst du einen Platz weiter vorn. Oh Mann. Schön, jetzt habe ich jedes Auto, was ich jetzt auf der Strecke überhole. Da hatte Bock, dass das so gut ist, eine oder andere in der Box war. Ein bisschen weniger Luft, aber ich kann jetzt natürlich mich ein bisschen ransetzen. Ein bisschen aufpassen. Da habe ich einen Fehler gemacht. Da ist Piastri wieder an mir vorbei. So, jetzt haben wir die Teamkollegin beträgt 6,0 Sekunden. So, vorbei an Russell. Zeigt sich der nächste. So, wir führen jetzt das Rennen an. Naja, wir sind immer noch nicht dabei. Wir sind immer noch, wenn wir die Box gehen, auf Platz 16. Acht Runden noch.
sind wir sogar 15. Jetzt haben wir eine Position gewonnen. Wir sind immer noch nicht in der Box, oder? Ne. Die gehen immer noch nicht in die Box, die Jungs. Drin ist bestimmt Abu Dhabi. Also letzte Kapitel. Du bist jetzt wahrscheinlich hier gleich rein. So, Frage, geht der Rest jetzt bitte in die Box? Ja. Der Boxenstopp wird sogar super sein. Losfahren, das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich und die Crew. So, Teamkollege ist in der Box. Ist alles wurscht. Kelly in der Boxengasse. Kelly in der Boxengasse. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Wir haben die Reifen drauf jetzt. Wir haben einen super Stopp gemacht. Wir liegen auf Platz 1. Da alles, was am Anfang jetzt in der Box war, geht natürlich jetzt vor. Und wir haben gerade schon Platz 2. Mm-hmm.
So, damit gewinnen wir den großen Preis von Singapur. Ja, wir haben es geschafft. Yes. Und da sind die Ergebnisse. Was für ein Rennen. Die Entschlossenheit, die einige der Fahrer und Fahrerinnen heute Abend gezeigt haben, war einfach unglaublich, Sascha. Besonders Ben Jackson, der endlich die Leistung gezeigt hat, von der wir wussten, dass sie in ihm steckt. Was auch immer sie ihm bei Konnersport geraten haben, es hat offensichtlich funktioniert. Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podium begeben. Sie alle hätten den Sieg verdient gehabt. So, das war Kapitel Nummer 15. Jetzt wird noch ein Kapitel. Und das wird wahrscheinlich Abu Dhabi sein. Sie hatten in dieser Saison ihre Höhen und Tiefen, Aiden. Sind Sie mit Ihrer Leistung insgesamt zufrieden? Ich bin zufrieden, nein. Das heutige Rennen sollte für mich die Norm sein, nicht die Ausnahme. Wenn ich noch ein paar Mal so gut abschneide wie heute, dann bin ich am Ende der Saison vielleicht zufrieden oder zumindest zufriedener. Darf ich mal ganz frech fragen? Wenn Sie sich zwischen Kelly und Devon entscheiden müssten, welchen Teamkollegen oder welche Teamkollegin würden Sie wählen? Ich gerate in Schwierigkeiten, egal was ich hier sage, nicht wahr? Kann ich stattdessen Kasper als Teamkollegen zurückhaben? Ich hole ihn einfach zurück auf die Strecke. Sie haben kürzlich angedeutet, dass Sie bei Konnersport nicht ganz glücklich sind. Stimmt das? Glücklich sein ist relativ. Ich habe in dieser Saison eine Aufgabe zu erfüllen und ich möchte sie so gut wie möglich erledigen. Es gab Spekulationen darüber, ob Konnersport aufgrund der finanziellen Lage in der nächsten Saison weitermachen kann oder nicht. Können Sie dazu etwas sagen? Das ist eine Frage für die Investoren. Aber niemand finanziert Konnersport aus wohltätigen Zwecken, sondern als Unternehmen. Und wenn ein Unternehmen nicht erfolgreich ist, dann ist das ein Problem. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gut. So. Ich werde das eh mit zusammenschneiden, die letzten Runden. Warte mal. Geld verdienen. Müssen wir das nicht alle, Aiden? Ja, aber Konnersport muss doch profitabel sein, oder? Wir sind noch dabei, die Prognosen für die nächste Saison zu erstellen. Also ist noch nichts sicher? Das wird die Zeit zeigen. Du hast es selbst gesagt. Es ist ein Geschäft. Danke, Aiden. Gut. Wenn jetzt nichts weiter kommt, bin ich raus, Walter. Wir sehen uns wieder morgen um 12 mit dem Finale. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play F1 23 Breaking Point.